So, hallo, da habe ich zu früh gedrückt, aber egal. Hallo und herzlich willkommen, weitere Folge Nord Frische Marsch mit mir heute am Mittwoch. Ja, gestern stehen geblieben hier im Abladen, ist ja nämlich auch wieder leer. Roggen. Wie sieht es denn mit Hafer aus? Oh, Hafer geht noch. Da kommt halt einfach nichts runter. Ja, 73%, das könnte ein bisschen knapp werden, 74%. Obwohl, würde theoretisch klappen, weil ich glaube 25% auf den LKW drauf geht. Ihr wisst ja selber, wie das ist, Theorie und Praxis, da tut es meistens nicht so gut. Ach ja. Musste ich mir noch mal kurz was angucken. Aber ich habe jetzt gesagt, eine mache ich noch, da tue ich Abendbrot essen, dann ist für heute gut, Rest muss ich morgen machen. Ich überlege gerade, ich meine, ich habe irgendwas vergessen. Ah, ich weiß, was wir machen wollten. Wir wollten uns mal kurz die Timberborn-Folgen angucken. Inhalt. Timberborn. Die erste Folge gut, die zweite Folge wieder so mittelmäßig, dass sie da. Ich muss das mal gleich am Rechner nachgucken. Über die App fühle ich mich da immer so ein bisschen unsicher mit. Weil ich habe, ich weiß nicht, das habe ich schon sehr oft erzählt, aber wir haben bei unseren Aufrufzahlen und so weiter, ist es einfach nur ein Kuddelmuddel. Was das angeht an Aufrufen und so weiter. Das ist halt irgendwie komischerweise immer alles irgendwie durcheinander. Das ist immer total komisch. So. Kompost, ne, irgendwo da müsste er stehen. Na, fast. Ach, der eine LKW fährt ja auch noch. Jetzt bringen wir den wieder zurück. Stellen wir den dahin. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich erst Roggen abladen. Dann müssen wir den Hafer-LKW auch einmal wegbringen. Kommt ja doch ein bisschen was runter. Dann müssen wir mal kurz gucken, wo wir hin, wir mit dem nächsten, mit dem Drescher gehen. Ich habe eine Fliege bei mir im Zimmer, total geil. Die saß jetzt an zwei Folgen ganz entspannt auf dem Monitor. Jetzt fliegt die bei mir wieder rum. Top. Aber ich muss das sagen, ab und zu habe ich echt so eine Hausfliege. So eine Fliege, die nervt nicht. Die sitzt dann bei mir oben auf der Schulter oder auf dem Kopf oder so. Und bleibt dann da einfach sitzen. Oder sitzt irgendwie auf dem Monitor oder... Das ist echt Wahnsinn, was die kann. Das habe ich öfter, so eine Hausfliege. Sie geht mir nicht auf den Sack. Sitzt ab und zu hier rum. Nachts nervt sie nicht, das ist ganz wichtig. Sonst hätte ich sie längst kaputt gemacht. Und am Tag, wenn sie mich auch nicht nervt, wenn ihr auf meiner Hand ein bisschen rumkrabbelt, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber das ist schon echt kurios. Also muss ich sagen, das habe ich schon öfters gehabt. So eine Hausfliege hört sich schon wieder komisch an. Aber sowas hört sich irgendwie, weiß ich nicht, spektakulär an. Bremst aufgrund von Verkehr. Ja, sofort. So, der steht top. Jetzt müssen wir hier hin. Aber der ist mich jetzt so gut wie voll, genau. Ah, da sind sie noch im Silagefahren. Das ist gut. Einer ist voll, der andere ist auch. Einer ist unterwegs, einer ist voll. Hier ist wieder Betrieb hoch 5. Genau, wie spät haben wir es jetzt? 17.44 Uhr? Ja, das passt. Mal schauen, am Wochenende muss ich gucken. Ich muss allgemein mal gucken, wann ich überhaupt Notdienst habe jetzt. Weil es immer so ein bisschen kurios, das ist auch teilweise ein bisschen nervig und so. Funktioniert auch teilweise eher so suboptimal gut.
Aber da bin ich eh bald raus. Weil die denken sich auch jedes Jahr irgendwie was anderes aus. Ich habe nicht. Ja, ich habe diesen Samstag habe ich Notdienst, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich habe nächste Woche Stalldienst. Okay, auch gut. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ist auch jetzt nicht so dramatisch eigentlich. Ist Problem, komme ich nur unheimlich selten zu. Also muss ich echt sagen, so seitdem ich jetzt hier, ich bin seit 4 Wochen, 5 Wochen im Lager oder so. Hab umgeräumt ganz viel und umgelagert ganz viel und jetzt bin ich seit 2 Wochen nur im Inventur machen eigentlich. Und mal irgendwie vielleicht da irgendwas hinbringen oder so oder wieder abholen oder so. Also jetzt auch nichts wild Bewegendes. Aber wenn es dann irgendwie so heißt, dass wir dann irgendwie hier oder da und dort, dann ist halt abends. Abends ist immer total nervig. Ja, ich muss mal gucken. Nächste Woche. Passt das mit meinem Urlaub eigentlich? Ja. Dann habe ich da Notdienst. Und dann theoretisch 4 Wochen weiter. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre theoretisch, könnte der Samstag sein, wo ich die theoretische habe. Na gut, das ist halt mir auch theoretisch wurscht. Theoretisch müsste am 12. auf dem Samstag sein. Ja, auf dem 11. Dezember, das könnte auch der Notdienst Samstag sein. Und dann 1, 2, 3, 4. Und wären wir genau am 8. wieder dran. Das heißt, über die Weihnachtsfeiertage gar nicht. Das ist schon mal schön. Die letzten 2 Jahre hatte ich ja. Oder theoretisch wirst du halt einfach angerufen. Hast Pech gehabt, so im Endeffekt. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr ist eh nicht so viel los. Und wenn du mal einen Tag ein bisschen los muss, auch nicht so schlimm. Finde ich auch nicht so schlecht. Geht dir keiner ganz drauf und sagt das. Das ist aber ganz wichtig. So, wir wollen mal kurz hier hinten hingucken, wie hier so der Stand ist. Der fährt zumindest wieder weg. Also wird der wohl wieder voll geworden sein, gehe ich mal davon aus. Oder Reste? Reste. Das ist auch gut zu wissen. Ja, Sand ist leer. Das heißt, er wird als nächstes wird der Kies fahren. Sand, 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 Sand. Kies ist bei K, oder? Kies. Kann er ebenfalls dahin bringen, weil andere Abladepunkte haben wir nicht. So, wir können mal ganz kurz rauszoomen und mal kurz gucken. Wachstum. Ist so abgeändert. Was haben wir denn jetzt noch hier eigentlich alles rund um Hof hier hinten? Ich denke, dass der X9 dann auf die 52 weiter wechselt. Oder wir fahren die Drescher erstmal rein und wechseln vielleicht mal auf die Rüben und Kartoffelroder hier da und da. Machen wir wahrscheinlich auch. Wechseln wahrscheinlich auf die eben. Machen Kartoffeln und Zuckerrüben. Karotten und Kartoffeln, das haben wir da noch stehen. Weil andere Sachen haben wir auch nicht mehr. Und da ist jetzt noch eine Woche, das heißt, das können wir machen. Wir machen jetzt hier das neue weg. Da sind wir auch. Das schaffen wir diese Woche auch noch. Also ich denke, dass wir der Drescher bis Freitag. Vielleicht Samstag sollte er es hier fertig haben. Der schafft ja doch ein paar gute Bahnen hier. Der Hafer ist auch wieder voll, sehe ich gerade. Ist natürlich jetzt total unpassend, dass der erstmal auf die andere Fahrtseite wieder wechselt. Top. Weil dann würde ich mit euch, zumindest Karotten würde ich mit euch ganz gerne nochmal machen. Weil das ist ja sowas, was wir jetzt nicht so oft gemacht haben. Würde ich Karotten nochmal machen. Und Kartoffeln. Ja, da werden wir wahrscheinlich die Flächen auch nicht abroden können. Das schaffen wir wahrscheinlich zeitlich nicht. Aber zumindest so ein bisschen, dass wir da nochmal mal so bis. Ich möchte mich nochmal auf mein doch sehr teures Gerät dafür setzen, weil der hat ja auch 500.000 gekostet oder so. Und da haben wir vielleicht für ein Feld bisher gebraucht. Genauso wie den Baumwollvollernter, den haben wir für ein oder zwei Flächen gebraucht. Hat auch richtig viel Geld gekostet. Und haben wir nicht so oft gebraucht. Naja. Könnt ihr aber auch nichts dran ändern. Ich auch nicht.
gucken, dass wir am Ende noch einmal, kurz bevor der umdreht, dass der so weit wie möglich kommt in der nächsten Bahn. Ist immer total lästig, dieses im Feld wenden. Mageres Ergebnis. Ja, kurz am Ende müssen wir mal ganz kurz da rein drunter fahren, da dann. Weil hält er dann auch abrupt an, das ist ja der Vorteil dabei. Ist euch was aufgefallen? Mir schon. 3 Tage in Folge, ein ähnliches Folge. Das werde ich aber noch schön untermauern mit ein paar passenden Sprüchen. Texten. Wollten wir eigentlich noch keiner Meister was machen, aber ich glaube, das werden wir ja auch nicht mehr an Ton kriegen. Naja. Wir wollten noch so viel schöne Scheiße machen, aber 660 Folgen haben leider trotzdem nicht gereicht. Über 360 Spielstunden. Hat nicht ausgereicht für das, was wir hier alles machen wollen. Und es ist ja noch einiges, was wir hätten machen wollen. So viel schöne, geile Scheiße, die wir hier erlebt haben, gemacht haben. Wie oft mir der Spielstand abgeraucht ist. Total top. Das habt ihr teilweise gar nicht mitgekriegt, aber wie oft, Alter, ich ganze Folgen weggeschmissen habe, weil mir das Spielstand abgeraucht ist oder so. Echt, das ist total viel. Also, boah, da sind sicherlich 40 Folgen bei Flöten gegangen. Ja, 4, 5 Wochen insgesamt sind da garantiert wohl bei Flöten gegangen. An Folgenmaterial. Weil halt immer wieder der Spielstand abgeraucht ist, Alter. Das war eine Zeit lang richtig exzessiv, Alter. War ich schon kurz davor zu sagen, ich mach den Scheiß nicht mehr, hab keinen Bock auf den ganzen Kack. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen neuen LS-Teil bekommen, der hoffentlich nicht mehr so anfällig ist. Aber das wissen wir jetzt alle noch nicht. Vielleicht ist er genauso anfällig oder vielleicht sogar noch anfälliger. Der fahren beide in die gleiche Richtung, das ist ja top. Das wissen wir also nicht. Ich hoffe es ja natürlich, dass der nicht so anfällig ist und dass wir da vielleicht alle ein bisschen mehr, dass das halt vielleicht nicht alles so sehr ineinander tun. Weil dieser Spielstand ist richtig anfällig geworden, Alter. Mit den ganzen Mods dabei und hast du nicht gesehen. Der ist richtig anstrengend geworden. Aber da könnt ihr genauso wenig dran machen wie ich aktuell. Und ich sehne mir einen neuen LS langsam auch ein bisschen herbei. Aber was ich gut fand, dass wir jetzt 3 Jahre diesen LS nutzen konnten. Es hat uns nicht geschadet, wenn es jetzt im Endeffekt der neue LS-Teil dafür dann nochmal ein bisschen mehr außer Reserve lockt. Ist alles gut. Wenn er uns vor allen Dingen ein bisschen mehr Spaß und Freude bringt, dann haben wir doch theoretisch alles mitgewonnen, was wir im Endeffekt erreichen wollen. Halterisch, wie gesagt, eigentlich muss der LS muss halt Spaß machen, alles andere ist halt im Endeffekt Nebensache. Natürlich sollte er auch laufen und flüssig sein und so weiter. So ein paar Kriterien hat man da ja doch, weil sonst macht das halt einfach keinen Spaß. Gut,
Aber bevor wir uns noch den anderen Hex-Drescher widmen, den auch abtanken, bedanke ich mich erstmal herzlich fürs Zuschauen und wir hören uns morgen wieder. Weitere Folge des. Bis dann, danke. Tschüss.